Herzlich willkommen. Heute geht's um Verlinkungen. Ja, das Wiki, das lebt von Verlinkungen. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir einen Text schreiben? Sagen wir mal, hallo, das ist der dynamische Aspekt der, Bewegung, Punkt. So, dann wäre es doch ganz cool, wenn wir dieses Dynamische irgendwie in unserem Wiki verlinken könnten. Dafür werden wir mal auf unser Wiki draufgehen. Genau, nehmen wir mal die Reibung. Die wollen wir verlinken. Was wir also dabei machen werden, wir werden uns in der Linkzeile dieses grau markierte Feld hier kopieren. Ja, also alles ab dem Slash, ab dem Schrägstrich. Das werden wir mal kopieren. Und das fügen wir ein. Bei Links gehen wir so vor, dass wir mit zwei eckigen Klammern anfangen. Und ja, dann können wir das, was wir gerade kopiert haben, einfügen. Sehr gut. Es folgt ein Trennstrich. Und genau, das wäre es dann auch schon. Jetzt haben wir das dynamisch überschrieben. Dynamische. Das Ganze schließen wir wieder mit zwei eckigen Klammern. Und wenn wir jetzt auf Speichern gehen, dann sollte das Ganze schön verlinkt sein. Das bedeutet, wenn wir hier das in einem neuen Tab öffnen, dann kommen wir auf diese Seite. Und das sind die internen Verlinkungen. Was man auch noch machen kann, ist, dass man extern verlinkt, sprich auf Seiten, die nicht auf dem Wiki drauf sind, wie zum Beispiel Google oder so. Also macht man hier jetzt einen Zeilenumbruch. Das sind diese zwei umgekehrten Schrägstriche, bedeutet immer einen Zeilenumbruch. Hier geht's weiter zu Google. Punkt. So, das Ganze, das kann man jetzt auch wieder verlinken. Oder schauen wir mal, da können wir hier draufklicken. Externer Link. Und dieses Google ersetzen wir durch externer Link einfügen. Richtig, also wie gehen wir eigentlich davor? Hier steht wieder die komplette URL und rechts vom Trennstrich wieder der Text, der da eigentlich erscheinen soll. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, das hier durch Google ersetzen, google.com, gehen wir auf Speichern und schwuppdiwupps haben wir hier die Verlinkung zu Google. Dann bedanke ich mich wie immer fürs nette Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!